Wir stehen hier vor den Werken von Emil Schumacher, eine Dauerleihgabe der Sammlung Ganteführer, und Karl Kröll aus der museumseigenen Sammlung. Der Künstler Max Schulze entschied sich für diese Hängung aufgrund der roten Farbgebung, der gestischen Formen und der verschiedenen Formate. Betrachten wir zunächst das 1985-86 geschaffene Ölgemälde Gaffron von Emil Schumacher, der zu den bedeutendsten Vertretern der informellen Malerei Deutschlands gehört. Auffallend ist das intensive, durch mehrere Schichten aufgetragene dunkle Rot, das sich kraterartig auf dem Bildgrund ausdehnt. Die schwarzen, ausdrucksstarken Linien schlängeln sich von außen in das Gemälde und nehmen großzügig auf dem scheinbar dreidimensionalen Hintergrund Platz. In seinen großformatigen Gemälden verabschiedet sich Schumacher vom Gegenstand als Bildmotiv. Die Expressivität der Farbe und die Materialität des Bildes, wie in Gaffron, wurden zu einem bestimmenden Bildfaktor. Daneben sehen wir die Hypnosezeichnung auf Papier von Karl Kröll aus dem Jahr 1986. Um frei und unabhängig in seinen Bildfindungen zu sein, wählt Kröll gelegentlich die Methode der Hypnose. Einen Zustand, der ihm erlaubt, unter Ausschluss bewussten Denkens unmittelbar seinen inneren Bildern und Vorstellungen Gestalt zu verleihen. Die signalroten Gouache-Linien nehmen die Form eines Kreises ein und scheinen die Farbe gleichzeitig abzustoßen. Er verbindet die Farblinien nachträglich mit einem Treibmittel, das die Formen aufweicht und selbstständig ausblühen lässt. So entsteht ein gestisches Bildmotiv, das uns verschiedene Gegenstände und Symbole in Erinnerung ruft.